Es gibt einen Anstoßfehler, der mir wirklich häufig begegnet, aber über den kaum jemand spricht. Und gerade für einen schnellen und sauberen Anstoß ist dieses Wissen unglaublich wichtig und deswegen breche ich hiermit das Schweigen. Über was wird denn meistens gesprochen, wenn es um den Anstoß geht? Also oft wird sowas erklärt wie zum Beispiel, der Weg ist wichtig, ja, dass du nicht eine riesen Zungenbewegung hast, damit der Anstoß schnell wird. Oder dass du nicht mit voller Karacho gegen dein Blatt drückst, also den Kraftaufwand, das wissen auch schon echt viele. Oder auch, welcher Teil gehört überhaupt an das Blatt? Auch das ist ein Aspekt, über den oft schon gesprochen wird oder der auch erarbeitet wird. Und das sind auch alles Aspekte, die super wichtig sind, die du auch beachten darfst. Aber es gibt da halt eben noch eine Sache, die auch wichtig ist und die sehr oft eine Ursache ist für viele Probleme. Lass uns doch mal anschauen, was der Einfluss eigentlich ist. Wenn ich jetzt das nicht mache, wenn ich darauf nicht achte, am Anfang haben wir oft dann so eine Art Geräusch, es klingt nicht so ganz sauber. Du hast dann vielleicht das Zungengeräusch mit drinne im Klang. Du kannst nicht so schnell spielen, weil die Zunge direkt verkrampft, wenn du schnell spielst. Es klingt natürlich nicht so gut, die Töne kommen vielleicht nicht so direkt raus oder es quietscht dann zwischendrin oder solche Phänomene können dann auftauchen. In kleineren Rahmen natürlich. Ich habe das jetzt sehr extrem vorgemacht, damit du das mal hören kannst, was da eigentlich passiert. Wenn ich es jetzt richtig mache, du merkst, vielleicht hörst du den Unterschied, das klingt deutlich. Also wir haben einen deutlichen Anstoß. Es hat was Federndes, es ist was Direktes, der Ton schwingt auch super schnell ein. Und mit diesem Anstoß kannst du auch wirklich schnell anstoßen, weil deine Zunge in diesem Zustand sehr, sehr beweglich ist. Es fühlt sich sehr leicht an, es fühlt sich federnd an. Ich habe überhaupt keine Angst, ob der nächste Ton rauskommt oder nicht. Es ist auch ohne Verkrampfung, also ganz oft, wenn man es falsch macht, bekommt man dann hier so Verkrampfung, so wird alles fest und so. Und ja, der Aspekt, von dem ich spreche, ist die Zungenspannung. Und das möchte ich mal an einem Bild erklären. Und zwar, wir nehmen wir mal unsere Finger. Wenn ich die sehr verkrampfe, dann kannst du sie nicht schnell bewegen. Ja? Wenn ich sie aber zu labbelig hasse, dann kann ich sie auch nicht schnell bewegen. Ich muss eine gewisse Spannung haben, eine gewisse federnde Spannung nenne ich das, dann kannst du sie schnell bewegen. Also es gibt einen perfekten Spannungszustand der Zunge, wo du dann wirklich schnell und auch effizient bewegen kannst. Und das brauchen wir. Wir wollen nicht am Blatt kleben bleiben, wenn wir spielen, ja, sondern wir wollen auch schnell weg. Deswegen ist die Zungenspannung sehr wichtig. Was auch noch passiert, wenn die Zunge die richtige Spannung hat, dann wird sie auch weniger flächig. Also stell dir vor, deine Zunge ist sehr wabbelig und sehr entspannt und du machst das jetzt mit einem niedrigen Kraftaufwand, ja, das ist ein niedriger Kraftaufwand, dann kommt sehr, sehr viel Fläche auf das Blatt. Und das macht dann auch sehr viele Geräusche auf das Blatt und die Zunge geht langsam wieder weg und das hemmt dann das Blatt am Schwingen. Dann klingt der Ton nicht so toll, wenn er dann wieder rauskommt. Das Blatt wird wirklich gestört. Und wenn wir aber die richtige Spannung haben, dann ist der Kontakt minimal und die Zunge kann auch super schnell wieder weg. Das heißt, es passiert wirklich dieses federnde Wegtippen bei der Zunge, die wir brauchen, damit der Anstoß wirklich sauber und schnell funktionieren kann. Und nicht nur das, auch schön, dass es ein schöner Anstoß ist. Und das ist tatsächlich ein Aspekt, der sehr, sehr selten auf diese Art angegangen wird. Ja, dann wird gesagt, okay, der Weg muss klein sein, du musst auch schnell weg vom Blatt oder du musst dir überlegen, was für einen Kraftaufwand hast, aber wirklich mal zu überlegen, stimmt eigentlich der Spannungszustand meiner Zunge überhaupt? Hat meine Zunge überhaupt die Voraussetzung, dass erstens der Weg klein sein kann, dass ich schnell sie bewegen kann,
dass der Kraftaufwand optimal ist. Denn wenn die Zungenspannung stimmt, ist der Kraftaufwand meistens optimal. Und ist es dann wirklich ein Wegfedern oder musst du super viel Arbeit investieren, um deine Zunge zu bewegen? All das wird nur durch diesen einen Aspekt reguliert. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass du dich um dieses Thema beim Üben auch kümmerst. Und ich kann dir sagen, dein Anstoß wird sich extrem verbessern, wenn du auf diesen Aspekt achtest. Ich sehe das immer wieder bei meinen Kursteilnehmern, wenn wir das erarbeiten und die Zungenspannung erarbeiten, dann ist das immer ein Aha-Moment und plötzlich geht alles viel, viel leichter und viel, viel besser. Natürlich müssen sie es dann noch üben, aber sie wissen genau, worauf sie achten müssen, damit ihre Anstoßprobleme sich auflösen. Und ja, es ist gar nicht so schwierig, dafür ein Gefühl zu bekommen. Und ich zeige dir das auch sehr, sehr gerne, denn ich habe ganz tolle Übungen entwickelt, wie du das spüren kannst, wie du deine Spannung von der Zunge beeinflussen kannst. Und die zeige ich dir sehr, sehr gerne in einer Probestunde. Gehe dafür einfach auf www.klarinettenkurs.de und trage dich ein. Dann kann ich sie dir zeigen und dir auch direkt Feedback geben, damit du sicher bist, dass du sie auch richtig machst. Den Link findest du wie immer auch in der Beschreibung unter dem Video.